Ich heiße Claire Richards. Als ich noch in der Band Steps gesungen habe, war ich richtig schlank. Doch seit 10 Jahren kämpfe ich ständig mit Gewichtsproblemen. Vor 4 Monaten habe ich angefangen, meine Ernährung umzustellen und Sport zu treiben. So konnte ich fast 30 Kilo abnehmen. Aber in den letzten Wochen habe ich dank meiner ungesunden Essgewohnheiten wieder etwas zugenommen. Oh mein Gott! Unmöglich. In dieser Folge stelle ich meine Ernährung auf den Prüfstand. Das ist Charlies. Davon hatte ich nur 2. Die sind für die Kinder. Claire will die Realität nicht sehen. Ich gehe auf die Bühne, um zu beweisen, dass ich noch singen kann. Ich hasse es, wenn mich niemand mag. Ich bekomme gute Ratschläge. Du konzentrierst dich nur auf deine Figur und vergisst dein Talent. Und ich überlege sogar, mich unters Messer zu legen. Ich brauche jemanden, der mir das Fett einfach absaugt. Vor 6 Wochen ließ ich mich für eine Zeitschrift im Badeanzug fotografieren. Dafür hatte ich in 12 Monaten fast 30 Kilo abgenommen. Aber nach den Aufnahmen habe ich aufgehört, auf meine Figur zu achten. Vor allem unser Familienurlaub auf Teneriffa war eine einzige Fressorgie. Buffet ist immer gefährlich. Alles für dich? Zu Hause fiel ich wieder in alte Gewohnheiten zurück. Mein neues Lieblingseis. Und jetzt wiege ich beinahe wieder 75 Kilo. Meine Beine sind ganz wabbelig und mein Bauch ist auch wieder dicker. Ich muss Sport machen. Ich habe zugenommen. Und wenn ich jetzt nichts dagegen unternehme, geht alles wieder von vorne los. Und ich will wirklich nicht, dass das passiert. Wenn ich zunehme, ekle ich mich vor mir selbst. Beim Blick in den Spiegel denke ich, das ist widerlich. Diese Tage sind, ich will nicht sagen düster, das klingt zu dramatisch, aber ich fühle mich schlecht und das habe ich mir selbst angetan. Das Einzige, wodurch es mir besser geht, ist Essen. Das ist wie ein Teufelskreis, der einfach immer weitergeht. Ich muss meine Ernährung umstellen, wenn ich den Kampf gegen mein Übergewicht gewinnen möchte. Heute treffe ich jemanden, der das auf beeindruckende Art geschafft hat. Ich bin auf dem Weg zu Gemma. Sie ist ein Opfer des Jojo-Effekts, und zwar schon ihr ganzes Leben. Es fasziniert mich, wie bei einigen Leuten ihr Gewicht ein Leben lang rauf und runter geht. Dann legen sie plötzlich einen Schalter um und es funktioniert. Ich habe das noch nie geschafft. Oh, hello. Nice to meet you. Hello. Claire, nice to meet you. Gemma hat schon viele Diäten ausprobiert. Ihr Idealgewicht erreichte sie jedoch in einer Abnehmgruppe. Am ersten Tag fotografierten sie mich, da wog ich 135 Kilo. Bei 1,68 Meter ist das kein gutes Gewicht. Das war im April 2008. Und im Februar 2009 erreichte ich mein niedrigstes Gewicht. Da wog ich 65 Kilo. Zwischen diesen beiden Fotos habe ich also 70 Kilo abgenommen. Unglaublich. Wer mich länger nicht gesehen hat, erkennt mich nicht. Um dir zu beweisen, dass ich tatsächlich mal so aussah. Das war meine Hose und die war mir noch zu klein. Das ist doch erschreckend. Sieh mal, wie gigantisch sie ist. Das ist eigentlich nicht lustig, aber jetzt kannst du darüber lachen. Unglaublich. Verschwendete Lebenszeit. Ich würde gern etwas wissen. Wo ist das alles hin? Größtenteils die Toilette runter. 70 Kilo in 10 Monaten ist unglaublich viel.
Aber wovon hat sich Gemma ernährt? Davon lebte ich während der Zeit. Damit habe ich 70 Kilo abgenommen. Ein ganzes Jahr? Mit 4 Päckchen pro Tag? Man hat die Wahl zwischen heißen Suppen und kalten Shakes. Mehr nicht? Oh mein Gott. Ich probiere das Curry. Dadurch konnte Gemma ihre Kalorienaufnahme drastisch reduzieren. Zu der Zeit nahm ich an einem normalen Tag etwa 5000 Kalorien zu mir. Und dann geht man runter auf 570. Jeden Tag? Jeden Tag. Es riecht gut, aber es sieht aus wie dickflüssiger Tee. Cheers. Das schmeckt bestimmt gut zu Hähnchen. Oder Pommes. Yeah. Oh, that'd be nice. Als Dip für Pommes. Dip your chips in. Wow, that was really, really interesting. Das war wirklich interessant. Sie ist eine großartige Frau. Ich ziehe meinen Hut vor ihr. Sie hat es geschafft, diese strikte Diät durchzuhalten und von 4 solchen Päckchen am Tag zu leben. Ich glaube nicht, dass ich mich nur davon ein Jahr ernähren könnte. Ich hätte geschummelt, ganz bestimmt. Ich finde es toll, dass es für sie funktioniert hat, aber ich weiß noch nicht, wie ich das für mich nutzen kann. Diät-Shakes sind keine Lösung für mich. Darum suche ich Hilfe bei einer Ernährungsberaterin, die sich ansehen möchte, was Reese und ich zu uns nehmen. Heute kommt die Ernährungsberaterin, um mit Reese und mir zu reden. Deshalb koche ich Mittagessen für sie. Und weil mir nichts anderes eingefallen ist, mache ich ein Chili. Ich bin nicht gerade fleißig, wenn es ums Kochen geht. In letzter Zeit gab es wieder oft Essen vom Imbiss. Oder wir sind auswärts essen gegangen. Das haben wir ziemlich häufig gemacht. Vielleicht hat diese Frau ja etwas, was die anderen nicht haben. Mageres Hack, Zwiebeln, Tomaten, Kidneybohnen. Und eine Packung Chili con Carne Mix. Sie wird bestimmt sagen, ich soll es selbst würzen. Aber ich weiß nicht wie. Hallo, komm rein. Come in. What's it called? Benji. Come on, Benji. Hello. It smells good. Jeanette entdeckt sofort einige Dinge, die ihr nicht gefallen. Wofür ist die Creme fraiche? Damit schmeckt's besser. Und wenn's zu scharf ist, kann ich's nicht essen. Und der Käse? Weil's lecker ist. Während ich meinen Teller verputzt habe, hat Jeanette ihre Portion kaum angerührt. Lassen wir Reese in Ruhe essen. Ich kümmere mich drum. So schmeckt's richtig gut. Kann ich mal in den Kühlschrank gucken? Wenn es sein muss. Interessant. Ich war schon länger nicht einkaufen. Oh je. Cupcakes für die Kinder. Die Kinder? Darüber reden wir noch. Was haben wir sonst noch? Ziemlich viele Eier. Das habe ich zum ersten Mal gekauft, zum Grillen letzte Woche. Hätte ich diese Frau bloß nicht in mein Haus gelassen. Davon hatte ich nur 2, die habe ich nicht gegessen. Das ist von Charlie. Da steht er schon ewig. Charlies, ich mag kein Eis. Das auch nicht. Das mag ich nicht. Das nicht mehr. Wir haben auch viel Gemüse. Magst du mich nicht? Doch. Jeanette nimmt mir meine Ausreden nicht ab. Darum soll ich in den nächsten 2 Wochen ein Essenstagebuch führen.
Das gibt mir eine genaue Vorstellung davon, was du wann gegessen hast. Also sei bitte ehrlich. Außerdem möchte sie noch proben. Zuerst brauche ich Speichel. Okay. Jawohl, sehr gut. Eklig. Urinprobe. Und für dich habe ich gekocht. Speichel- und Urinproben sind schon lästig. Doch wenn man Gewichtsprobleme hat, ist eine Waage das Letzte, was man sehen will. Bitte schön, ich brauche genaue Zahlen. Ich will nicht. Ich weiß, aber du willst doch etwas ändern und darum müssen wir das machen. Komm schon. Right, off you go. Erstmal ohne Kamera. Na gut. Oh nein. Schaut weg. Wie viel? 72 Kilo. 78 Kilo. Tut mir leid. Nein, das kann nicht sein. Ich wiege doch keine 78 Kilo. Ernsthaft, so viel habe ich nicht zugenommen. Jeanette sollte wirklich lieber gehen. Bye. Du magst sie nicht, oder? Sie hat dir gesagt, was du essen darfst und was nicht. Nein, sie ist sehr nett. Sie hat uns nichts verboten. Aber sie war nicht begeistert vom Inhalt des Kühlschranks. Ich bin ziemlich betroffen. Claire will die Realität nicht sehen. Sie belügt sich selbst und sie belügt Reese. Sie beschönigt sogar ihr Gewicht. Sie sagt, sie wiegt 72 Kilo. Dabei sind es 78. Wenn sie nicht anfängt, den Tatsachen ins Auge zu blicken, wird sie sich nie ändern. Am nächsten Morgen habe ich das Gefühl, dass ich mein Verhalten vom Vorabend erklären muss. Die Ernährungsberaterin wollte mich wiegen. Ich wusste, dass ich ein bisschen zugelegt habe, weil ich keine Zeit für Sport hatte. Und ich konnte nicht so sehr auf meine Ernährung achten. Ich war geschockt, wie viel es war. Natürlich bin ich mit meinem Gewicht nicht zufrieden. Ich fürchte, dass die Presse bald über mich herzieht, weil ich zugenommen habe. Um dem zuvorzukommen, mache ich wieder Fotoaufnahmen. Doch die Zeitschrift, die mich im Badeanzug abgelichtet hat, möchte diesmal einen Schritt weitergehen. Ich werde nackt sein. Teilweise mache ich das, weil ich zugenommen habe und das auch weiß. Ich versuche, das offensiv anzugehen, bevor wieder gemeine Fotos von mir auftauchen. Vielleicht denken die Leute, oh nein, nicht schon wieder. Ich möchte aber auch kein Mitleid. Ich weiß, dass ich mich damit der Öffentlichkeit preisgebe. Doch ich sollte weniger darüber nachdenken, was andere Leute von mir halten oder über mich sagen. Das sage ich jetzt. Und nächste Woche weine ich, wenn ich mich auf der Titelseite sehe, in meiner ganzen nackten Pracht. Das ist dein Kostüm. Oh, danke. Und Klebeband. Wozu? Zum Abkleben. Filmt nicht meinen Hintern. Selbst jetzt kann ich zu diesen Köstlichkeiten nur schwer Nein sagen. Okay, beautiful. Ein bisschen tiefer. That's fantastic. That looks great. Fantastic. Obwohl ich gute Gründe für die Aufnahmen habe, fühle ich mich ziemlich fehl am Platz. You look amazing, honestly. This is really uncomfortable. Das ist wirklich unangenehm. Unfassbar, dass ich das tue. Ich muss verrückt sein. Das öffentliche Interesse für meine Figur beeinflusst mich mehr, als ich dachte. Deshalb überlege ich zum ersten Mal, mich unters Messer zu legen, um meine Gewichtsprobleme zu lösen. Ich dachte, jetzt sei vielleicht der richtige Zeitpunkt, den chirurgischen Weg einzuschlagen. Es gibt bestimmte Bereiche meines Körpers, um die ich mich kümmern will und die ich gern ändern möchte. Ich dachte, dass eine Fettabsaugung funktionieren könnte.
Doch vorher möchte ich wissen, welche Risiken es gibt. Ich recherchiere ein bisschen zum Thema Fettabsaugung. Eine Frau war nach ihrer missglückten Operation 30 Kilo schwerer und ist für immer mit Narben gezeichnet. Sie bekam 133.000 Pfund Schadensersatz und wurde noch viermal operiert, um Haut zu entfernen. Dadurch wurde die Haut am Bauch so straff, dass sie manchmal reißt. Wie furchtbar. Diese Frau ist eine Mutter aus Toronto. Sie starb an starken Blutungen, wenige Stunden nach ihrer Fettabsaugung. Das ist entsetzlich. Man lässt sich operieren, um besser auszusehen, und dann stirbt man. Grauenhaft. Dafür sollte niemand sein Leben riskieren. Das ist es nicht wert. Ich bin schockiert und möchte wissen, was Reese davon hält. Ich informiere mich über Fettabsaugung. Fettabsaugung? Über die Gefahren. Manche sterben dabei. Und du denkst, weil nicht so viele Leute gestorben sind, wäre es keine schlechte Idee? Genau. Selbst wenn Menschen gestorben sind, machst du es trotzdem? Wie viele Leute müssen umkommen, bevor du sagst, ich lasse es? Ich schaue es mir nur an. Denkst du ernsthaft darüber nach? Ich denke darüber nach. Ich würde gern den Bereich am Bein machen lassen, die Innenseite. Warum isst du nicht weniger und trainierst? Weil... Nimm dir einen Personal Trainer, anstatt Fett absaugen zu lassen. Egal wie schlank ich je war, eins hat mich immer gestört. Meine Oberschenkel reiben aneinander. Das war schon immer so. So schlecht sind die nicht. Es wäre aber schön. Ein chirurgischer Eingriff sollte das allerletzte Mittel sein. Du solltest ehrlich sagen können, dass du alles versucht hast. Wenn du dann immer noch unzufrieden mit deinem Körper bist, dann solltest du es eben machen lassen. Denn letztlich ist das Leben zu kurz. Und wenn ich keine Lust aufs Fitnessstudio habe? Können die mein Doppelkinn machen? Soll ich nach zwei für fragen? Zwei für. Zwei für einen. Um mir ein genaueres Bild zu machen, habe ich einen Termin bei einem Schönheitschirurgen vereinbart. Ich sage ja nicht, dass ich irgendetwas machen lasse, aber ich möchte wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Mal sehen, was er sagt. Leslie Kahn und ihr Mann Arma leiten eine der besten Schönheitskliniken Londons. Was führt Sie zu uns? Ein paar Bereiche, vor allem mein Bauch. Er ist ziemlich schlaff. Kann man dagegen irgendetwas tun? Wir können einen Blick auf die Haut werfen. Wenn da Fett ist, können wir es absaugen. Dann straffen wir die Haut und glätten die Schwangerschaftsstreifen. Kommen Sie mit nach nebenan? Was stört Sie am meisten? Egal wie fest mein Bauch ist, er hängt trotzdem. Und ich habe Schwangerschaftsstreifen, überall. Wir können das Fett hier absaugen. Und dann straffen wir alles ein wenig. So reduzieren wir die Schwangerschaftsstreifen. Der einzige andere Bereich wäre dieser Teil meiner Beine. Egal wie schlank oder wie gut in Form ich bin, meine Oberschenkel hasse ich. Selbst wenn ich eine Jeansgröße abnehme, ist die Hose an den Oberschenkeln zu eng. Es ist der gleiche Vorgang. Wir saugen das Fett ab und straffen die Haut. Die Idee habe ich noch nicht ganz abgehakt, aber ich bin nicht sicher, ob ich es wirklich machen würde. Vielleicht sollte ich zuerst versuchen, das Problem selbst anzugehen, bevor ich diesen Weg einschlage. Aber das scheint der einfachste Weg zu sein. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich könnte den Rat von jemandem gebrauchen, dem es ähnlich wie mir geht.
Die Medien interessierten sich brennend für das Gewicht von Colleen Nolan. Doch im Gegensatz zu mir hat sie gelernt, ihren Körper zu akzeptieren und hat eine Fernsehkarriere gestartet. Ich mache mir im Moment Sorgen um meine Karriere. Früher war ich ja in der Band. Doch in den letzten Jahren schauen alle nur noch auf mein Gewicht. Was würdest du mir raten? Vergiss nicht, dass die Mehrzahl der Frauen, die dich im Fernsehen sieht, sich mit dir identifiziert. Darum habe ich immer auf Extremmaßnahmen wie ein Magenband verzichtet. Ich liebte es, wenn die Frauen sagten, du bist genau wie ich. Je älter ich wurde, desto weniger hat es mich gekümmert. Wenn ich jetzt zunehme und einen Monat wieder Größe 44 trage, denke ich mir, das ist okay für mich. Ich bin damit zufrieden. Wem es nicht gefällt, der soll weggucken. Das ist mir egal. Irgendwann habe ich sogar Größe 48 getragen. 48? Mein Höchststand war Größe 48. Es war gar nicht so, dass ich meinen Anblick im Spiegel nicht ertragen konnte. Aber ich fühlte mich schlecht. Ich hatte keine Kraft und konnte mich zu nichts aufraffen. Und dann wird man depressiv und isst noch mehr. Ich habe überlegt, mir ein bisschen Fett absaugen zu lassen. Ich glaube nicht, dass du das nötig hast. Das wäre der einfachste Weg, das Problem zu lösen. Kann es sein, dass du einfach zu faul bist? Dann geht es wieder von vorne los. Das Fett wird abgesaugt, aber es kommt an einer anderen Stelle zurück. Du musst dein persönliches Wohlfühlgewicht finden. Und du musst diszipliniert sein. Denn es ist harte Arbeit, sein Gewicht zu halten. Du konzentrierst dich nur auf deine Figur und vergisst dein Talent. Und das ist heute selten geworden. Deine Stimme ist großartig. Du bist unglaublich talentiert. Vielen Dank. Gerne. Colleen hat recht. Man sollte mich nicht nur nach meinem Gewicht beurteilen. Und jetzt habe ich die Chance, mein Talent unter Beweis zu stellen. Ich darf in der Castingshow Popstar to Opera Star auftreten. Dabei stand ich schon einige Jahre nicht mehr auf der Bühne. Es ist 9 Jahre her, dass ich das letzte Mal gesungen habe. Vor 3 Jahren habe ich zwar etwas im Fernsehen gemacht, aber das war ein einmaliger Auftritt. Für mich ist das eine große Sache. Eine ganze Weile habe ich nicht gesungen, weil ich immer dicker wurde. Vielleicht habe ich auch unbewusst Gewicht zugelegt. So hatte ich eine Ausrede, um nicht allein auftreten zu müssen. Möglicherweise habe ich wirklich einen Vorwand gesucht und zugenommen, damit ich genau das nicht tun musste. Vielen Dank, sehr nett. Ich hasse es, wenn mich niemand mag. Ich frage mich dann, warum sie mich nicht ausstehen können oder was ich falsch gemacht habe. Ich finde es schrecklich, wenn ich einen Fehler gemacht habe und mich deshalb keiner leiden kann. Aber nicht jeder ist bei allen beliebt. Es gibt nur sehr wenige Leute, die jeder mag. Ich bin schon nervös, aber im Moment brodelt es noch unter der Oberfläche. Ich werde durchdrehen, kurz bevor ich auftrete. Ich muss meinen Mut zusammennehmen. Ich bekomme einen Herzinfarkt. Ich sollte lieber an meine Stimme als an mein Aussehen denken. Ich kann singen, egal ob dick oder schlank. Ich mach's einfach. Alle haben gesagt, es sei wunderschön und atemberaubend gewesen. Ich hätte sie zum Weinen gebracht.
Vielleicht bin ich etwas kritischer, wenn es um mich selbst geht. Ich weiß es nicht. Ich finde, ich sehe besser aus, wenn ich an mir selbst runterschaue. Besser, als wenn ich mich im Spiegel oder Fernseher sehe. Ich mochte es noch nie, mich so zu betrachten. Ich habe immer etwas an mir auszusetzen. Alle sagen mir, dass ich toll aussehe. Ich denke dann, ich will lieber wie Jennifer Lopez aussehen. Aber das wird wohl nichts. Ich freue mich, endlich wieder singen zu können. Doch anstatt über meinen Auftritt zu berichten, schreiben die Zeitungen über ihr altes Lieblingsthema. Ich habe gerade eine Nachricht von meinem Vater bekommen. Er ist sauer auf mich, weil ich nackt in der Zeitung bin. Sie haben wohl meine Aufnahmen abgedruckt und mein Vater ist darüber nicht gerade glücklich. Mein Vater ist nicht sehr glücklich mit mir. Auch noch auf der Titelseite. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Popstar wird Pummelchen. Sehr nett. Lovely. Es ist okay, sie sind nicht zu gemein. Gott sei Dank. Sie schreiben, dass ich für meine Arie gelobt wurde. Oh, ja. Jeder kann mich jetzt nackt sehen. Und ich weiß nicht, warum ich vorher nicht gründlich darüber nachgedacht habe. Ich habe einfach gesagt, okay, ich tue es. Es ist okay, wenn man im Studio ist. Ich wusste nicht, dass ich in die Klatschpresse komme. Ich bin gespannt, was mein Mann dazu sagt. Mami, look. Sieh mal, das ist Mama in Natura. Und hier ist sie ganz in Natura. Wusstest du, dass du in der Sun bist? Ich habe heute ein paar SMS bekommen, dass du nackt in der Zeitung bist. Ich habe sofort Seite 3 aufgeschlagen. Du bist ein Vollblutweib, das gebe ich zu. Dein Gesicht sieht normal aus. Aber der Rest deines Körpers, auf deinen Hintern, scheint etwas rundlicher zu sein. Rounded. Sinnlich. Er sieht mehr wie ein Pfirsich aus. Haben Sie den dicker retuschiert? Das wäre neu. Ich glaube nicht. Dann ist es die Art, wie du liegst. Sehe ich dick aus? Nein, schön knuddelig. Jeder Mann möchte, dass seine Frau so aussieht. Glaub mir. Die Fotoaufnahmen und die Proben für die Castingshow haben viel Zeit in Anspruch genommen. Darum bin ich nicht dazu gekommen, das Essenstagebuch für Jeanette zu führen. Ihr würde sowieso nicht gefallen, was ich dort eintragen müsste. Ich koche im Moment nur einfache Gerichte, denn ich habe keine Zeit, mir Gedanken darüber zu machen. Außerdem bin ich hungrig. Ich möchte gern essen, was ich will. Das hier ist jetzt wirklich ungesund. Dafür treffe ich gerade vernünftige Entscheidungen, wenn es um meine Arbeit geht. Das ist richtig übel. Aber ich habe Lust drauf, also esse ich's. Jeanette würde bestimmt ausrasten. Ich möchte das eigentlich nicht, aber im Moment ist es mir egal. Jeder braucht etwas Genuss im Leben. Ich sollte mit dem Essenstagebuch anfangen. Willst du Jeanette ehrlich sagen, was du jeden Tag gegessen hast? Heute gab's Hähnchensalat. Bei mir war kein Hähnchen im Salat. Es ist ja nicht so, dass ich kein Obst und Gemüse mag, denn das tue ich.
Ich mag es nur lieber mit Käsesoße oder frittiert. Oder in einem Glas Alkohol. Or in a curry. Im Curry. Oder beim Chinesen. Ananas mit Hähnchen süß-sauer. Ich mag Obst. Pineapple. Ananas mit Hähnchen süß-sauer. Dank Popstar to Operastar kann ich mich im Moment auf meine Stimme statt auf mein Gewicht konzentrieren. Doch es lief gerade wohl etwas zu gut für mich. So, last night. Gestern Abend war das Halbfinale von Popstar to Operastar. Popstar? This is it. Das war's. Die Stimmen sind gezählt und die Entscheidung steht fest. Im Finale ist... And ich war's jedenfalls nicht. I got kicked off. Joe McElderry! Not happy. Ich bin nicht gerade zufrieden. So ist das immer in meinem Leben. Nichts läuft, wie ich es will. Ich komme ziemlich weit, aber dann bricht es plötzlich ab. Wirst du das vermissen? Klar, es war so schön, wieder zu singen. Und das hast du uns ja bewiesen. Ja, ich kann singen. Das war eine große Sache für mich. Ich konnte mir mein Selbstbewusstsein zurückholen, zumindest was die Auftritte angeht. Ich wollte beweisen, dass es einen Grund gibt, warum ich in diesem Geschäft bin. Und das nicht nur, weil ich in den letzten Jahren ständig zu- und wieder abgenommen habe. Ich hatte wirklich von Anfang an Talent. Das konnte ich jetzt bestätigen und daran anknüpfen. And kind of getting back to that, I suppose. I can either look at it and think. Entweder die Leute denken, ich wäre keine so gute Sängerin, wie ich, meine Freunde und Familie glauben. My friends and family think I am. Und darum bin ich rausgewählt worden. Oder die Leute mögen mich einfach nicht. Ich glaube, es geht auch um meine Angst vor Zurückweisung. Wenn ich zu viel darüber nachdenke, macht es mich fertig. Zu allem Überfluss möchte die Ernährungsberaterin Jeanette heute mein Essenstagebuch sehen. Doch es gibt ein kleines Problem. Ich fülle gerade mein Essenstagebuch aus. Das sollte ich eigentlich in den letzten 14 Tagen machen. Darum hole ich die 2 Wochen Tagebuch jetzt nach. Pasta, ziemlich viele Müsliriegel, Hot Dogs, ein Glas Wein, Pommes und McDonald's auf dem Weg nach Hause. Und noch ein Softeis mit Schokolade. Jeanette wird darüber bestimmt nicht sehr erfreut sein. Hi. Hello. Hello. Come in. There's a cone. Hi, nice to meet you. Lovely. There's a lot of convenience. Es gab viele Fertiggerichte. Ich weiß kaum noch, wann ich das letzte Mal frische Sachen eingekauft habe. Right, so we've got steak and chips, wine. Okay, ihr hattet Steak mit Pommes, Wein, Kuchen, Essen vom Chinesen, Eis, Koteletts, Hot Dogs, Steak mit Pommes, Pita-Brot, Wein, Thai-Curry ist gar nicht schlecht, Käsekuchen, McDonald's. Und was heißt ein halber winziger Cupcake? Tiny Cupcake. Ja, das waren kleine Cupcakes und ich habe einen halben gegessen. Die waren viel kleiner als sonst. Okay, so I have the scales here for you. Ich habe die Waage dabei. Stell dich drauf, dann sehen wir mal. If you go. Let's have a look. Überraschenderweise bin ich 3 Kilo leichter. Doch das scheint Jeanette nicht zu beeindrucken. Hey, fantastic. Is that so? Wie hast du das geschafft? I don't know. Keine Ahnung. Dein Essenstagebuch ist ziemlich karg. Du hast nicht viel gegessen und viel Adrenalin ausgeschüttet. Das kann deinen Stoffwechsel ankurbeln. Es ist gut, dass du Gewicht verloren hast, denn das wolltest du ja. Du hast zwar abgenommen, aber dein Wohlbefinden nicht gesteigert. Ja, ich hab's verbockt. Vielleicht helfen mir die Untersuchungsergebnisse weiter.
Der Cortisolspiegel am Morgen ist ziemlich niedrig. Das deutet darauf hin, dass der Menstruationszyklus unregelmäßig ist und die Nebennieren nicht gut arbeiten. Und das heißt? Der zweite Test, den wir gemacht haben, war ein Malondialdehyd-Test. Wenn der Körper unter Stress steht, produziert er freie Radikale. Und die können Herzkrankheiten, Atherosklerose und Diabetes auslösen. Sie greifen die Innenwände der Arterien an. Dann schaltet sich das Immunsystem ein und bildet atherosklerotische Plaques. Und diese Ablagerungen sollen das Gewebe schützen. Ich verstehe nur Bahnhof. Hältst du mal? Ist das mein Urin? Das ist dein Urin mit Chemikalien versetzt. Wenn man die Farbe vergleicht, fällt auf, dass dein Malondialdehydspiegel ziemlich genau zwischen hoch und sehr hoch liegt. Ich schlage oft die Regenbogendiät vor. Die verschiedenfarbigen Lebensmittel haben Antioxidantien, die unterschiedlich wirken. Und damit können wir bei dir viel erreichen. Das wäre das letzte Mal, dass du deine Ernährung umstellen musst. Denn du solltest es für den Rest deines Lebens beibehalten. Ich habe Claire gerade einige unerfreuliche Informationen und Testergebnisse gegeben. Aber ich glaube, sie hat es nicht registriert, denn sie hat ins Leere gestarrt. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das meiste nicht verstanden, was sie gesagt hat. Nach dem Gespräch wird sie sich freuen, dass sie 3 Kilo abgenommen hat. Die anderen Informationen ignoriert sie. Für mich ist das wirklich verwirrend und schwierig zu verstehen. Ich glaube, sie wird den Weckruf nicht hören, bis bei ihr etwas Schlimmes diagnostiziert wird. Und das finde ich alarmierend. Nach 10 Jahren voller misslungener Diäten kann ich mich gerade nicht aufraffen, eine neue anzufangen. Vielleicht komme ich durch eine Schönheits-OP wirklich am einfachsten zu meinem Traumkörper. Doch bevor ich mich unters Messer lege, möchte ich mit eigenen Augen sehen, was auf mich zukommt. Ich treffe meine Freundin Bronwyn, die sich Fett absaugen lässt. Sie ist also eine Art Versuchskaninchen. Was lässt du machen? Heute machen sie den unteren und den oberen Teil meines Bauchs. Sie schmelzen das Fett mit einem Laser und dann saugen sie es ab. Danach straffen sie das Kollagen in der Haut. Damit der Bauch nicht schlaff ist. Viele Leute sagen, das wäre Schummeln. Schummelst du? Ich habe keine Zeit, Sport zu machen. Ich bin Mutter und ich habe einen Job. Wenn das Schummeln ist, von mir aus. Jetzt geht es ans Eingemachte. Drehen Sie sich um. Während der Chirurg die Markierungen setzt, wird mir schon beim Zusehen mulmig. Singst du mir was vor? Ich mag keine Spritzen. Und das ist die größte, die ich je gesehen habe. Gut, dass ich noch nicht gegessen habe. Das Fett wird mit Lasern so stark erhitzt, bis es knallt. Oh mein Gott! Wie Popcorn! Genau! Wahnsinn! Das ist wie beim Kochen. Wenn man das stehen lässt, würde das Fett auch oben schwimmen. Das ist eklig und sieht nicht so aus, als ob es aus einem Menschen kommt. Okay. Selbst wenn du liegst, ist es ganz flach. Sie sehen toll aus. Schauen Sie mal.
Unglaublich. Dann straffen wir jetzt. Ja. Es hat mir weitergeholfen, Bronwyn bei ihrer Operation zu begleiten. Ich denke, für Bronwyn war das genau das Richtige. Sie wird damit glücklich werden. Und das erwartet man ja von so einem Eingriff. Vielleicht entscheide ich mich auch für die Operation. Wenn in der Zwischenzeit nicht ein Wunder passiert, das mein Problem löst. Unless some miracle comes along in the meantime to sort me out. I think everybody has. Ich glaube, dass jeder das tun muss, was für ihn das Beste ist. Es ist nicht fair zu sagen, das ist geschummelt. Man sollte niemanden verurteilen, weil er sich Fett absaugen lässt. Mein Körper gehört niemandem außer mir. Doch eine Operation allein ist auch keine Lösung. Cheers. Cheers. Und die letzten Wochen haben gezeigt, dass ich noch einen langen Weg vor mir habe. Das Problem ist noch nicht aus der Welt. Ich treffe nicht bei jedem Essen eine vernünftige Entscheidung oder gönne mir nur ab und zu etwas. Ich habe eine zu emotionale Verbindung zum Essen. Bis ich weiß, wie ich diese emotionale Verbindung kappen kann, werde ich das nicht lösen. Es wird immer auf und ab gehen. Ich muss das Problem bei den Wurzeln packen. Und die liegen hier drin. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Hoffentlich gibt es jemanden, der das weiß. Und wer mir helfen kann, der verdient eine Medaille. Allein schaffe ich das nicht. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Gratis Donuts. In der nächsten Folge mache ich eine Schocktherapie, um mein Problem mit dem Essen zu lösen. Dein Hintern wird noch dicker, wenn du die Luft anhältst. Habe ich als mollige Sängerin noch einen Platz im harten Musikgeschäft? Kann man mit Größe 40 nicht sexy sein? Nicht in einer Band, in der alle 36 tragen. Und leidet meine Familie unter meiner Einstellung zum Essen? Ich wäre todunglücklich, wenn Charlie gemobbt wird, weil er dick ist und keine Freunde hat. Das wäre furchtbar.